Moin zusammen, ich bin heute wieder unterwegs und heute soll es zum Monte Schlacco gehen. Monte Schlacco ist eine Schlackehalde, die liegt bei uns in Geisweid in Siegen. Ja, das habe ich mir heute vorgenommen. Ich bin Langenholdinghausen losgelaufen. Ich werde nicht den direkten Weg nehmen. Ich werde durch Wälder laufen. Und wenn alles gut geht, auf dem Rückweg über die Truppaer Heide, das ist der alte Truppenübungsplatz. Ja, mal gucken, ob das alles so hinhaut. Ich laufe gerade den Waldweg auf der Höhe von Langenholdinghausen-Bielenbach und auf der anderen Seite befindet sich ein Teil von Geisweid, die Wenscht. Der Weg führt auch an zwei Schulen vorbei. Das ist einmal die Hauptschule. Und direkt daneben ist die Realschule. Die habe ich besucht. Das ist die Hauptschule. Vorausgesetzt, das heißt noch Hauptschule. Irgendwie wollten die ja mal das Schulsystem ein bisschen irgendwie ändern. Und wenn man hier den Weg noch ein bisschen weiter geht, dann kommt da auch gleich schon die Realschule am Schießberg. Ja, da hängen noch einige Erinnerungen dran. Ist schon ein paar Jahre her, aber hier bin ich schon in Geisweid. Dort müsste die Wensch schon sein. Sehr schön hier. Das ist hier der Schwannenteich. Schwannenteich vorbei, kommt man jetzt erstmal in so eine Siedlung rein. Da muss jetzt man erstmal durch. Naja, ist halt so. Die Siedlung habe ich jetzt passiert und ja, das ist jetzt nicht so der schöne Teil zu laufen, aber muss man halt durch. Ja, man kann nicht immer nur
durch Wälder oder Panoramablicke etwas erreichen. Muss auch schon mal durch die Ortschaften durch. Naja, alles halb so wild. Bin jetzt durchs Zentrum von Geisweid durch. Da habe ich nicht gefilmt. Aber es ist viel zu viel los. Und da oben kann man schon den Monte Schlacco sehen. Jetzt muss ich nur irgendwie den Weg noch da hochfinden. Ich bin jetzt hier in Geisweid hinter den Stallwerken. Und hier ist die HTS. Die Lautstärke hier ist natürlich nicht so schön. Rechts neben mir ist die Hauptstraße, über mir ist die Schnellstraße. Jo, kann ja nicht leise sein, ne? Die ersten 5 Kilometer habe ich. Ich laufe immer noch unter der HTS her. Die zieht sich übrigens von Kreuztal über Siegen bis mittlerweile, ich glaube, bis Mudersbach. Also schon ein ordentliches Stück. Ist definitiv eine Erleichterung und viel, viel Zeitersparnis bringt es. Und zeitgleich läuft man aber auch an der Sieg entlang. Hab gerade die Hauptstraße überquert und auf der anderen Seite geht es hier weiter, nach wie vor unter der HTS, aber schön an der Sieg entlang. Ja doch, wenn der Geräuschpegel jetzt nicht so laut wäre, wäre das echt schön hier. So langsam muss ich aber auch rüber auf die andere Seite, weil irgendwie entferne ich mich von dem Monte Schlacco. Naja, muss irgendwie den Weg erst da hochfinden. Hier gehe ich noch am FJM vorbei. Das ist ein Gymnasium bei uns in Siegen. Und neben dem Gymnasium ist noch das Weidenauer Krankenhaus. Das nennt sich, glaube ich, mittlerweile Kreisklinikum. Ich habe die Straße nochmals überquert. Jetzt komme ich in eine kleine Unterführung und müsste mich eigentlich schon auf dem richtigen Weg befinden. Hier ist ein Fußweg, geht am Schwarzen Schaf vorbei. Kann man übrigens auch gut essen. Also dieser Berg zieht sich ja wie Kaugummi. Die Straße müsste Glückaufstraße heißen. Hier geht es auch zu der Universität hoch. Junge, Junge, ist schon steil. Jetzt bin ich schon ziemlich weit oben angekommen und so wie es scheint, muss man jetzt hier rein. Ich versuch's mal. Scheint so, als wäre ich richtig. Hier sieht man schon die Schlacke. Nicht schlecht. Ist auf jeden Fall ein steiler Anstieg. Aber gleich bin ich oben.
bin jetzt hier oben angekommen. Ist einfach Hammer. Das ist ja ein Überblick von Siegen. Da hinten ist Siegen zu sehen. Geht es komplett über Weidenau, Geisweid und hinten sogar bis zu nach Kreuztal zur Siedlung. Hätte aber nicht gedacht, dass man die HTS und die Stallwerke so laut hier wahrnimmt. Und wie steil das hier runter geht. Also da geht ja kein normaler Mensch runter. Das hat sich doch auf jeden Fall gelohnt. Ja, ich mache jetzt mal eine Pause. Muss jetzt auch mal was trinken. Und ja, sitze hier noch ein bisschen, genieße die Aussicht. Und dann geht's wieder zurück. Und das sind die Stallwerke von Geisweid. Was für ein Gelände. Ich glaube, ich habe jetzt lang genug hier gesessen, habe die Aussicht total genossen. Ich glaube, ich muss öfter hier hoch. Es macht einfach Spaß. Es ist zwar anstrengend, hier hochzukommen. Gut, man könnte es sich einfacher machen. Mit dem Auto kann man auch da vorne hinkommen und dann hat man nur den Pfad und den steilen Aufstieg, aber sonst geht es dann eigentlich. Naja, für mich hat es jetzt heute hier ein Ende. Und ich mache mich jetzt wieder auf den Rückweg. Ja, so sieht das hier aus. Das ist nur so eine kleine Spitze, dass das schon mit ein paar Leutchen hier eng werden würde. Und ja, hier geht's runter. Und auf jeden Fall, es ist nicht nur steil, sondern auch relativ rutschig. Also am besten mit etwas besserem Schuhwerk hier hoch. Und am besten nicht, wenn es nass ist. Ich bin eben gerade noch kurz links abgebogen. Nicht direkt den Weg runtergegangen, den ich hochgegangen bin. Und hier ist ja noch mehr. Ja, hier ist die Aussicht von Bäumen verdeckt. Eigentlich ein sehr schönes Plätzchen. Unglaublich, dass hier auf der Schlackehalde Bäume wachsen und alles. Also wirklich toll. Nur leider wird das hier negativ genutzt. Die könnten ja wenigstens aufräumen, wenn sie schon hier was machen. Naja, so ist das leider nun mal. Ich denke, das reicht jetzt. Jetzt gehe ich wirklich runter. Muss nur gerade den Weg finden, wo ich hier gerade rausgekommen bin. Und dann geht's den ganzen Weg wieder runter. Hier ist der Weg. Und jetzt geht's wieder abwärts. Ich müsste nachher mal gucken, auf was für eine Höhe ich war. Das weiß ich gar nicht. So, und jetzt geht's wieder raus auf die Straße. Auf dem Rückweg gehe ich hier so einen kleinen Seitenweg. Der müsste eigentlich auch unten zur Hauptstraße führen. Von unten habe ich ihn leider nicht wahrgenommen. Naja, mal gucken. Vielleicht komme ich ja da an, wo ich möchte. Geht auf jeden Fall runter.
viel schöner als an der Straße entlang. Schade, dass ich den nicht gesehen habe, als ich da hochgelaufen bin. Naja. Bin wieder unten angekommen, habe den Teil jetzt nicht gefilmt, weil kennt man ja vom Hinweg. Jetzt bin ich aber wieder auf einem anderen Weg. Bin zwar wieder an der Sieg, aber auf der anderen Seite von der Sieg. Ziemlich nah an der HTS dran. Ich muss ehrlich sagen, diesen Weg bin ich, glaube ich, nur einmal bis jetzt mit dem Fahrrad gefahren. Und das war's. Ja, hier ist die andere Seite vom Kreisklinikum. Ja, hier wächst nichts, ne? Jetzt sind es schon wieder 10 Kilometer und ja, die 10 Kilometer werden belohnt, auf der Höhe der HTS zu sein. Naja, mal eine andere Belohnung, aber auch mal ein ganz anderes Bild. Hier geht es noch weiter hoch. Ho, ho, ho. Und jetzt bin ich sogar weit über der HTS. Und dort im Hintergrund sieht man den Monte Schlago. Von da komme ich runter. Und jetzt wieder völlig im Wald. Ruhe. Und auf dem Weg zur Truppacher Heide. Oh, hier ist sogar ein Flowtrail. Jetzt bin ich zwar immer noch mitten im Wald und immer noch auf demselben Weg quasi, allerdings hat sich die Bodenbeschaffenheit geändert. Und zwar ist das die alte Panzerstraße. Zumindest nennen wir das so. Ob das offiziell so heißt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall führt diese Straße auch von Siegen bis zur Panzerwiese, die bei uns eher bekannte Trumpacher Heide. Er ist ja der alte Truppenübungsplatz. Ja, also ich denke schon, dass der Weg wahrscheinlich auch offiziell Panzerstraße heißt. Aber das weiß ich nicht so genau.
Jetzt muss man hier noch einmal die Straße überqueren und dann ist man schon auf dem direkten Zubringer zu Truppacher Heide. Hier auf der rechten Seite ist sogar noch ein Hundeübungsplatz. Zieht sich bis dort oben hin. Und von hier aus kann man sogar noch den Monte Schlacco sehen. Der ist ganz schwach da hinten zu sehen. Das ist er. Ist schon ein kleines Stückchen bis dahin. Ja, und hier ist noch der Hundeplatz. Beziehungsweise Hundeübungsplatz. Und hier sind wohl noch ein paar Überreste von früher. Quasi ein kleiner Lost Place. Aber auch hier sieht man, dass die Natur sich mit der Zeit alles wiederholt. Die letzte Steigung ist erstmal geschafft und jetzt müsste es eigentlich nur noch bergab gehen und dort unten fängt schon die Truppacher Heide an, wenn das nicht auch schon hierzu gehört, aber ich glaube nicht. Hier betrete ich, hier ist die Truppacher Heide und hier wird auch gleich das Video enden. Ja, dann ist die Wanderung auch zu Ende. An der schönen Truppacher Heide möchte ich mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Video. Tschüss!